Herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video teste ich wieder ein E-Bike. Ich teste das Hitway BK6 E-Bike, ein klappbares E-Bike, 250 Watt Motor, ungefähr 450 Wattstunden Akku. Und ja, es ist ein Allround-Bike mit fetten Reifen und wie gut ich damit zurechtkomme, was man damit alles machen kann, alles erklärt und gezeigt in diesem Video. Viel Spaß! Das Hitway BK6 habe ich kostenlos vom Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen und unten in der Videobeschreibung packe ich wieder Links rein. Da könnt ihr das Produkt direkt bestellen. Auch Zubehör, was ich hier im Video noch zeige, findet ihr direkt Links und Infos. Also schaut mal in die Videobeschreibung. Ansonsten muss ich sagen, das hier ist so ein klassisches China-E-Bike und es ist nicht besonders teuer. Ja, es kostet deutlich unter 1000 Euro und man muss es natürlich ganz klar in diesem Verhältnis sehen. Es ist also ein Einsteiger-E-Bike, ein günstiges E-Bike. Und genau, unter diesen Kriterien werde ich es jetzt wieder ausprobieren. Und zunächst schauen wir mal, wie es geliefert wird, was alles dabei ist, wie man es zusammenbaut und dann nehme ich euch mit auf eine kleine Tour. Uiuiui, da habe ich mal wieder eine riesen Kiste gekriegt. 32 Kilo, fetter Karton und da ist es drin, mein neues Bike. Jetzt schauen wir mal, was wir hier für Einzelteile haben und wie wir das zusammenbauen. Dann nehme ich erstmal die Zubehörbox raus. Ja, ist gut verpackt. Was haben wir hier? Das ist der Sattel. Das ist der Sattel, jawohl. Ja, da sieht man es schon zusammengeklappt, zusammengefaltet. Deswegen ist es natürlich auch recht kompakt im Karton. Ausgepackt sieht es dann so aus. Und jetzt schauen wir erstmal, was in der Zubehörbox hier alles drin ist. Wir haben einmal Reflektoren für die Räder, dann die Pedale, ein Schloss ist sogar dabei, Zahlenschloss, sehr schön, und ein Multifunktionswerkzeug, auch sehr praktisch, und ein paar Kabelbinder. Und das war noch nicht alles, hier haben wir noch eine Luftpumpe, die ist auch dabei, und in dieser Box befindet sich das Netzteil, damit können wir den Akku wieder aufladen. Und es handelt sich um ein 42 Volt Netzteil, 42 Volt, 2 Ampere Strom gibt das Netzteil ab, 84 Watt Leistung. Schauen wir uns mal die Unterlagen an, die dabei sind. Zum einen habe ich hier eine EU-Konformitätserklärung. Dann habe ich hier Warnhinweise, das Übliche. Dann gibt es eine Schnellstartanleitung und eine ausführliche Anleitung. Und die Anleitungen hier liegen auch in verschiedenen Sprachen vor. Deutsch natürlich auch und das ist soweit schon okay. Allerdings sieht man viele Übersetzungsfehler, teilweise lustige Sätze. So eine klassische China-Übersetzung, sag ich mal. Das habe ich schon besser gesehen, aber ist trotzdem alles zu verstehen. Also man kommt damit klar. Die einzelnen Spezifikationen hier können wir uns nochmal anschauen. Genau. In vier Farben ist das Rad erhältlich. Ich habe sie ja hier in Schwarz. 20 Zoll Reifen. Ja, alles andere spricht für sich. Das Rad an sich steht hier mit 25,3 Kilogramm Gewicht angegeben. Und ich habe es mal ausprobiert. Bei mir wiegt es 23,6 Kilogramm ohne Akku. Ja, ich habe das mit der Personenwaage hier ausprobiert. Also es ist jetzt sicherlich nicht hundertprozentig genau, aber dürfte schon relativ stimmig sein. 23,6 Kilogramm ohne Akku und 26,6 Kilogramm mit Akku. Also der Akku wiegt 3 Kilogramm ungefähr. Das ist hier das Nettogewicht, was ich rausgefunden habe. Reichweite ist ja angegeben mit 35 bis 90 Kilometer. Also das, was hier als Kilometerstand steht, das ist die Reichweite. Wie weit kommt man mit einem Akku? Und die hängt natürlich maßgeblich davon ab, was ich für Straßen habe, ob ich bergauf fahre zum Beispiel, wie oft ich anhalte, wie schwer ich selber bin und so weiter. Also das sind natürlich nur Richtwerte. Aber wie viel ich wirklich hiermit geschafft habe, werde ich gleich natürlich im Video bekannt geben. Hier nochmal die übrigen technischen Daten im Detail zum Nachschauen. Gehe ich aber jetzt gleich detailliert noch genauer drauf ein. Hier in der Schnellstart. Anleitung ist dann der Zusammenbau beschrieben. Das muss man also zuerst anschauen. Zunächst klappe ich das Bike jetzt einfach mal und da auf den Gepäckträger ist noch eine Schutzfolie oder auf den Gepäcksitz. Die mache ich jetzt mal ab. Und ich nehme jetzt meinen Akku raus, damit das Ganze ein bisschen einfacher in der Handhabung ist. Ja, los geht's hier mit dem Lenker. Den kann man einfach hochklappen. Dann kommt da der Lenker rein. Den muss man einfach oben reinstecken oder am besten vorher, bevor man das hochklappt. Da ist ja auch eine Schraube dran, kann man also Höhen verstellen.
waren es erstmal easy und ohne Werkzeug zu machen. Jetzt kommt der Sattel rein. Auch das ganz normal über die Spannschrauben hier. Jetzt schraube ich hier die Reflektoren in die Reifen, in die Felgen. Da sind ja so gelbe Reflektoren dabei, 4 Stück. Die muss man mit dem Schraubendreher, mit dem Kreuzschraubendreher da reinschrauben. Man kann die auch noch von der anderen Seite mit Muttern sichern. Das steht gar nicht in der Anleitung, aber ich habe es gemacht, weil die waren auch dabei. Dann muss man das Schutzblech hinten noch festschrauben. Der letzte Bügel hier, dieser Drahtbügel, der muss noch an 2 Schrauben. Die sind schon vorgefertigt eingeschraubt. Die muss man einfach nochmal lösen und dann die Ösen da reinmachen. Jetzt muss ich die Pedale dran schrauben und bei der linken Pedale muss man darauf achten, dass es ein Rechtsgewinde ist, beziehungsweise ein Linksgewinde. So, bei der rechten Pedale ist alles okay, aber bei der linken Pedale ist ein Linksgewinde. Das heißt, jetzt muss man falsch rum drauf schrauben. Das muss man beachten. So, jetzt mache ich meinen Akku wieder rein hier. Den Sattel kann man wunderschön klappen dafür. Und dann habe ich eigentlich schon alles, oder? Die Kette fehlt noch. Oh ja, stimmt. Die Kette muss ich noch einfädeln. Geschafft, alles zusammengebaut. Und es hat ungefähr 1 Stunde gedauert, sage ich mal wieder. Ja, war nicht wirklich kompliziert, wenn man ein bisschen halbwegs geschickt hat, ist es auf jeden Fall sehr gut lösbar. Die Anleitung ist auch okay, die Bildchen sind ein bisschen klein, aber alles prima. Mit dem beiliegenden Multitool hat man auch direkt alles Werkzeug, was man braucht. Das ist echt praktisch. Allerdings würde ich immer empfehlen, einen vernünftigen Werkzeugkoffer zu benutzen. Ja, ich arbeite super gern mit Dexter Werkzeugkoffern. Habe ich mittlerweile 2 Stück von und ja, da habe ich schon ein ganzes Auto mit ausgebaut. Kann ich wirklich empfehlen. Links packe ich mal unten in die Videobeschreibung. So, jetzt will ich noch ein bisschen die Reifen aufpumpen. Die sind schon recht voll, aber da geht noch ein bisschen mehr rein. Und dann können wir mal die erste Testfahrt machen. Ach, das dauert mir zu lange. Also die beiliegende Pumpe ist jetzt nicht so das absolute Hightech-Modell, ja. China-Qualität. Aber als Notfallpumpe sicherlich schön und nett, dass sie eine reingepackt haben. Ja. Aber ich werde jetzt natürlich mal, wo habe ich sie denn? Meine automatische Pumpe benutzen. Das ist nämlich viel angenehmer. Auf dem Reifen steht Inflate 240 PSI 280 kPa. Dann machen wir das doch mal. Und dazu benutze ich wieder meine Makita, mein Makita-Kompressor. Ich liebe Makita. Ja, ich habe schon einige Luftkompressoren ausprobiert, aber irgendwie sind die nicht zuverlässig oder geben irgendwann den Geist auf. Natürlich habe ich die eigentlich gekauft hier für meine Autoreifen, weil ich ab und zu mal Luft ablasse und wieder aufpumpe. Außerdem hatte ich ein bisschen Probleme auch bei meinen Reifen mit Luftverlust bei einigen, bei mehreren. Das war aber liegt nicht an den Reifen, sondern an den Ventilen, beziehungsweise an den Reifendrucksensoren, die Gummidichtungen dazwischen. Sind porös gewesen. Naja, auf jeden Fall habe ich mir mal einen guten Kompressor geholt. Ist sowieso gut, sowas im Wohnmobil dabei zu haben, wenn man in Gegenden unterwegs ist, wo man nicht direkt Hilfe bekommt oder nicht die nächste Tankstelle in der Nähe von ein paar Kilometern hat. Ne? So, und so einen Kompressor kann ich natürlich auch super benutzen, um Fahrradreifen aufzupumpen. Ich verlinke euch das natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Genau. So, Bar kann man auch umschalten. PSI, nehmen wir mal. KPA, komm, wir nehmen mal KPA. KPA, wie viel brauchen wir? 280 kPa. Okay, let's go. Das erscheint mir allerdings sehr, sehr viel. Die sind schon knüppelhart. Ich mache mal erstmal ein bisschen weniger. 235, das ist immer ein super Wert. So, 235, das sind übrigens 2,35 Bar. Eine ganze Menge, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. 2,3 Bar, das ist wie ein Autoreifen. Let's go for die erste Testfahrt. Auf On-Stellung bleibt der Schlüssel stecken, kann man nicht mehr abziehen. Na gut. Akku wird voll angezeigt, dann kann es ja losgehen. So, erster Test positiv auf jeden Fall. Nichts schleift, die Gänge sind genau richtig eingestellt. Funktioniert perfekt. Und es ist richtig flott. Also es zieht echt richtig gut hier den Berg hoch. Sehr spannend. Und so mal ein anderes Fahrgefühl auf so einem
weiß gar nicht, wie man es richtig nennt, so ein Klapprad, was Durchsteiger, ne? Durchsteiger nennt man es, glaube ich, was keine Mittelstange hat und eine ganz andere Geometrie. Sehr angenehm natürlich so zu fahren mit fast geradem Rücken. Ja, jetzt zeige ich euch erstmal alle Details, was es überhaupt hier für Anbauteile gibt, wie das Ganze im Detail aussieht, bevor ich die erste größere Tour mache. Als erstes werde ich aber den Akku nochmal komplett aufladen. Der wird zwar als, nee, es wird auch nicht als ganz voll angezeigt, genau, ein Strich fehlt schon. Noch habe ich 0 Kilometer, bin gerade erst ein paar Meter gefahren und damit ich die Reichweite direkt mitmessen kann, bevor für einen vollen Akku lade ich den erstmal komplett auf und ich benutze hier meine Jackery 1000 Power Station, neue Jackery 1000 Version 2.0, habe ich ja im Video vor diesem Video oder kurz vor diesem Video getestet. Und so eine Powerstation ist natürlich super, um auch so einen Akku wieder aufzuladen hier. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell das geht. Alle Details zum Aufladen des Akkus, wie lange der reicht und so weiter, das werde ich euch gleich nochmal ausführlich genau berichten. Jetzt mache ich den erstmal voll hier. Das Netz da hier zieht eine Leistung von 87 Watt. Ja, das entspricht ungefähr dem, was hier auch rausgeht. Schauen wir uns mal die Details an. Das Bike hat Scheibenbremsen verbaut, vorne und hinten, mechanische Scheibenbremsen. Rechts die Hinterradbremse und links die Vorderradbremse und da ist auch noch eine Klingel. Die Reifen sind 20 Zoll Reifen, 20 x 3 Zoll Fat Tires, also fette Reifen. Und das Rad ist gefedert, also zumindest vorne voll gefedert, durch diese Federgabel hier. Und der Sattel hat eine Sattelstützenfederung. Da ist also eine Feder in der Stange drin. Der Gepäckträger hinten ist hier als Sitzbank ausgelegt. Ja, man darf natürlich eigentlich niemanden mitnehmen offiziell, aber könnte man hier wahrscheinlich machen. Kann man sich auch so mal irgendwie zwischendurch draufsetzen. Aber ich glaube, man kann das auch irgendwie abmachen. Da werde ich mich später nochmal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Die Schaltung ist eine Shimano-Schaltung. 7 Gänge habe ich hier. Und hinten sehe ich hier unten am Schaltwerk Shimano Tonei TZ. Steht hier drauf. Das ist das Schaltwerk. Pedale sind Kunststoffpedale, aber machen einen robusten Eindruck. Der Motor ist ein 250 Watt Nabenmotor, der ist hier fest verbaut im Hinterrad. Kommt man also nicht irgendwie dran, sieht man nichts von, so will ich es mal sagen. Stromversorgung geht hier rein durch die Nabe. Den Sattel kann man über diese Entriegelung hinten auch hochklappen, damit man den Akku rausbekommt. Ja, nochmal die technischen Daten, 36 Volt, 12 Ampere Stunden, 432 Wattstunden Akku, 3 Kilogramm schwer. Und über diese Führungsschiene hier wird er hier reingesteckt und dann muss man ihn festdrücken, damit er unten Kontakt hat. Und über diesen Schlüssel hier kann man ihn einschalten und bzw. verriegeln. So aus der Verriegel kann nicht mehr entnommen werden und wenn man nochmal dreht, dann ist er eingeschaltet. Und auch verriegelt natürlich nach wie vor und hier hat man auch noch so eine Ladeanzeige. Im Display sehe ich natürlich dann auch den Akkustand. Jetzt schauen wir mal das Display. Ich kann hier natürlich die Kilometer umschalten, Kilometer bzw. Zeit der aktuellen Einschaltzeit hier, Gesamtkilometer. Hier oben habe ich die Unterstützung, Stufen, 3 Stück kann ich schalten, plus minus 3 Stufen Motorunterstützung. Und wenn ich hier länger drücke auf die Plus-Taste, dann geht das Licht vorne an, das ist der Lichtschalter. Also nicht nur vorne, sondern auch hinten. Vorne und hinten ist das Licht hier über den Akkustrom gespeist. Und wenn ich länger auf die Minustaste drücke, dann bekomme ich so eine Schiebefunktion, Parkfunktion oder was auch immer das P bedeutet. Dann läuft der Motor leicht mit und wenn ich das Rad dann loslasse, dann fährt es von selber leicht vorwärts. Also es ist eine Unterstützung, wenn ich das Fahrrad schieben muss. Das kann ich aber auch nochmal in 3 Stufen rauf und runter schalten. Und wenn ich es wieder ausschalten will, muss ich wieder länger den Minusknopf drücken. Mit dem Seitenständer kann man es auch bequem abstellen. Ich habe jetzt hier noch das Zahnschloss an die Sattelstütze montiert. Da ist so eine Halterung ja auch dabei. Sehr praktisch.
Und jetzt habe ich mir noch ein bisschen Zubehör gekauft, nämlich so eine Halterung hier. Das ist so eine universale Handy-Halterung, Smartphone-Halterung. Die ist echt richtig cool, macht einen guten Eindruck, ziemlich stabil. Kann mich ganz einfach befestigen, verlinke ich euch auch wieder unten in der Videobeschreibung. Und ich habe mir noch so einen Akku dran montiert, geklettet, besser gesagt. Zusatzakku, damit mein Handy mehr Saft hat für meine erste Tour. Herrlich, ich liebe es. Und ja, das ist auch wieder so ein richtiges Spaßbike, was überall durchkommt und einfach praktisch ist. Denn wenn man fertig ist, kann man es einfach zusammenklappen und in den Kofferraum packen zum Beispiel oder ins Wohnmobil, wenn man da den Platz hat. Und wie man das zusammenklappt, zeige ich euch nochmal im Detail hier. Zunächst stellt man den Lenker runter in der Höhe. Das kann man ja einfach wieder reinschieben. Dazu gibt es immer diese Klemmschrauben hier, Klemmverschlüsse. Genauso kann man hier unten jetzt das lösen, diese Schraube. Und dann gibt es noch eine Sicherung hier. Da muss man so einen Pin reindrücken. Dann nimmt man am besten Werkzeug zu. Ich habe das hier mal hier mit dem Finger angemacht, aber das ist nicht so einfach. Habe ich aber trotzdem geschafft. Und dann kann man den ganzen Lenker nämlich jetzt einfach runterklappen. Und als nächstes kommt hier der Rahmen, wird jetzt geklappt. Dazu die Entriegelung hier lösen, den großen Hebel. Und dann kann man das Ganze umklappen. Und schon hat man ein kleines handliches Paket. Naja, klein und handlich ist ein bisschen übertrieben, aber es lässt sich wirklich noch ganz gut tragen, jetzt hier das Bike. Und es steht auch so, da ist noch unten so eine Art Ständer dran geschweißt, sodass die Kette nicht am Boden kommt. Ja. Und so könnte man es jetzt in den Kofferraum oder ins Wohnmobil packen. Es würde passen, wenn ich Platz hätte. Pedale kann man übrigens auch noch umklappen, das habe ich erst hinterher gesehen. Dann wird es noch ein bisschen kompakter. Ich werde mich jetzt nochmal mit dem Gepäckträger ein bisschen beschäftigen, denn ich will diese Sitzfläche mal abschrauben. Ich habe nämlich auch eine Tasche bekommen von Hitway, die man auf dem Gepäckträger festmachen kann, als Satteltasche oder wie man das halt nennt, Transporttasche, Fahrradtasche. Und ich sehe jetzt schon, man kann hier mit einer einzigen Schraube unten das Ding lösen, diese Sitzfläche, dann kann man das kurz nach hinten raus entriegeln und dann rausnehmen. Ist also ganz einfach abzuschrauben. Und dann sieht das Ganze so aus. Einfach nackter Gepäckträger ohne irgendeine Klemmfunktion oder sowas. Und da kann ich jetzt aber gut die Satteltaschen dran machen. Die Fahrertaschen hier. Das ist so aus LKW-Plane oder Plastikplane. Macht mir einen ganz guten Eindruck. Kann man mit so Klettbändern hier und Riemen ganz gut befestigen. Ein bisschen Fummelei, aber geht eigentlich ganz gut. Ich schätze mal, man kann die Tasche auch direkt auf das Sitzkissen drauf befestigen. Also ich glaube, man muss es gar nicht unbedingt abmachen. Ich habe es jetzt einfach mal abgemacht. Und dann habe ich jetzt hier
schöne Transporttaschen am Bike. Das macht natürlich das Bike nochmal nützlicher, zum Einkaufen zum Beispiel oder für längere Touren. Sehr cool. Und jetzt werde ich noch eine Tour machen, denn ich will ja den Akku leer fahren. Der Akku ist immer noch nicht leer und ich will jetzt mal sehen, wie weit komme ich denn wirklich insgesamt mit einer Akkuladung. Strich habe ich noch. Oh, jetzt geht es erst mal bergab. Da muss ich Gas geben. So, Akku ist gleich leer. Noch läuft er. Noch läuft es. Es geht zu Ende und ich muss auch super viel fahren. Das habe ich schon fast befürchtet, aber ich dachte, komm, ich riskiere es. Ich muss gleich noch mal ein ganz Stück runter und dann wieder echt viel rauf. Schauen wir mal, wie weit ich noch komme. Wie viel habe ich denn eigentlich hier geschafft? Immerhin schon 36 Kilometer. Ja. Oh, ein bisschen geht noch. Ja, ein bisschen hat er schon noch. Aber nicht mehr viel. Aber ich bin gleich oben. Kilometer, das ist mein Ergebnis hier von meinen Touren im Bergischen Land. Wohlbemerkt, Hügel rauf, Hügel runter geht's hier. Ja. Das muss man wirklich berücksichtigen. Dafür finde ich es echt ein gutes Ergebnis. Ich bin allerdings jetzt hier zum Schluss auch sehr viel mit Muskelkraft gefahren, also habe sehr viel mitgetreten oder bin auch zwischendurch immer wieder so gerade Strecken ohne Unterstützung gefahren. Ne. Also es war eine gemischte Nutzung. Insofern einfach nur ein Beispiel zur Orientierung. Jetzt lade ich den Akku wieder auf und das dauert am Netzteil hier, aber wenn er ganz leer ist, ungefähr 5 bis 6 Stunden. Ich benutze hier wieder meine Jackery 1000 V2 Powerstation mit Solarpanel und damit kann ich den Akku auch bei guter Sonne autark wieder aufladen, ohne irgendwelche Energie zu verbrauchen. Direkt von der Sonne gespeist. Ich liebe es. So, kommen wir zum kleinen Fazit. Von mir auf jeden Fall Daumen nach oben. Preis-Leistungs-Verhältnis ist echt super, wenn man bedenkt, was dieses Bike kostet und was man dafür bekommt. Da kann man echt nicht viel falsch machen. Es ist sehr universell einsetzbar, dadurch, dass es zusammenklappbar ist, tragbar, im Kofferraum, verpackbar. Ja, kann man jetzt wirklich überall mit hinnehmen. Man hat es schnell wieder irgendwie fahrbereit. Es ist auch noch ganz gut tragbar, wenn man den Akku rausmacht, finde ich. Mit der Tasche hier hat man einen schönen Einkaufstrolley sozusagen. Also man kann es echt, es ist halt hervorragend nutzbar, um es zum Beispiel zum Einkaufen zu benutzen. Ja, vom Campingplatz mal schnell zum Supermarkt zu fahren oder überhaupt kurze Touren zu machen. Es ist natürlich kein Rennbike oder ein Tourenbike für lange Ausflüge. Das würde ich schon sagen. Da muss man dann schon klar das auch abgrenzen. Das ist einfach die Bauart. Und der ganze Typ ist dafür nicht gemacht. Ja. Man kriegt die Straße schon oder den Weg deutlicher mit. Und auch wenn man überall durchkommt, selbst auf krassen Schotterwegen und Waldwegen mit Steigung und so weiter. Ich hatte wirklich keine Probleme. Aber es ist schon ein bisschen anstrengender als irgendwie so ein sportliches Bike, wenn man einfach längere Touren macht. Ja. Weil die Sitzposition mit nahezu aufrechtem Rücken auch Vorteile hat. Für kurze Strecken finde ich das angenehm. Ja. Motor ist richtig flott, also der zieht richtig gut. Fand ich richtig klasse. Auf geraden Strecken kommt man auch sehr gut ohne Unterstützung vorwärts. Das läuft einfach echt flott. Verbesserungsvorschläge oder Negatives, was ist mir da aufgefallen? Was ich noch besser fände, ist, wenn die Übersetzung ein bisschen anders wäre. Also das vordere Ritzel ist ein bisschen klein. Wenn das ein bisschen größer wäre, dann müsste man nicht ganz so schnell treten im 7. Gang. Also das heißt, die Maximalgeschwindigkeit bei 25 Stundenkilometer, sage ich mal, da ist es tatsächlich so, dass man sehr schnell schon treten muss. Viel schneller kann man eigentlich gar nicht fahren mit Treten. Das wäre aus meiner Sicht etwas besser, wenn das ein bisschen anders abgeglichen wäre. Wobei man dadurch natürlich auch sehr steile Berge noch mit hochkommt. Wenn man dann wirklich runterschaltet in den ersten, zweiten Gang, dann hat man natürlich dadurch auch mehr Untersetzung sozusagen, dass man wirklich noch gut die Berge hochkommt. Aber so von meinem Fahrgefühl, ich bin fast immer irgendwie im 5., 6., 7. Gang gefahren. Von meinem Gefühl her wäre es besser, es noch etwas nach hinten zu verschieben. Dann habe ich auch gemerkt, dass die Anzeige hier irgendwie nicht immer ganz korrekt ist, beziehungsweise die Geschwindigkeitsanzeige, die ist korrekt, aber die bleibt stehen. Und zwar bei 25 Stundenkilometer, die geht einfach nicht höher. Ja? Und wenn ich eine Unterstützungsstufe 1 habe, dann geht sie nur bis 15 Kilometer und bei 2 nur bis 20 Kilometer. Bei 3 oder bei 0 bis 25 Kilometer.
aber die geht dann nicht mehr drüber, obwohl ich schneller fahre. Ja, das kenne ich so nicht, fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Würde ich so nicht machen. Ich hätte es lieber, dass es einfach die Geschwindigkeit anzeigt, die ich auch fahre. Kann aber sein, dass man das auch hier in Einstellungen konfigurieren kann. Da kann man auch verschiedene Einstellungen machen, habe ich mich aber nicht näher mit beschäftigt. Insofern weiß ich es nicht genau. Ansonsten, ja, alles prima. Macht echt Spaß, damit zu fahren. Also auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben für dieses Hitway BK6 klappbare E-Bike. Links weitere Infos, Bestellmöglichkeiten, auch auf das Zubehör, was ich hier gezeigt habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen hier bei YouTube. Bis dahin, eine schöne Zeit euch. Tschüss.